Jo, servus Leute, zum weiteren Adoschen angezockt. Wir zocken diesmal Atari Cards auf dem Atari Jaguar. Das Spiel stammt aus dem Jahre 1995 und ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Mario Kart Klon. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich finde ihn recht spaßig. Das Problem ist bloß, dass der Emulator nicht der beste ist. Die Jaguar-Emulatoren sind alle noch nicht so ganz ausgereift. Und so kommt es immer wieder mal zu Aussetzern und Fehlern. Ich hoffe, dass ich dieses Mal den letzten Test hinkriege, ohne dass das Teil wieder aussteigt oder sonst was. Hier können wir die verschiedenen Fahrer wählen. Gibt's einige. Und hier haben wir einen Bentley Bear. Das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, aber der Bentley Bear, das ist der Bär aus Crystal Castle. Fand ich witzig. Jetzt wissen wir endlich, wie der Bär heißt. Und den wähle ich doch gleich mal. Dann nehmen wir den ersten Cup. Und schauen, was auf uns zukommt. Optisch erinnert das Spiel ziemlich stark an Mario Kart Advance. Vom Grafikstil her und so weiter. Ja, ihr seht, es ist relativ langsam. Die Emulation läuft nicht sauber. Leider, leider. Ich habe das Spiel leider noch nie im Original gespielt. Hätte mich schon mal interessiert. Es gibt diverse Items, bei denen ich leider nicht weiß, wie man sie genau einsetzt. Ja, schon wurde ich hin und her geschleudert. Ein Bug. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu weit rauskomme. Es gibt auch hier Beschleunigungsstreifen. Und so Hindernisse, die uns springen lassen. Ja, leider funktioniert es nicht wirklich gut. Schade eigentlich, weil das Spiel gefällt mir schon irgendwie. Bin ja an sich ein ziemlich großer Mario Kart-Fan. Gerade im Bereich der Fun Racer gibt es einige Perlen. Natürlich ist das Original Mario Kart nie erreicht worden. Die Serie ist einfach sensationell. Aber es gibt immer wieder gute Ableger davon, beziehungsweise Klone. Gibt es zum Beispiel auf dem Dreamcast. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie das hieß. Wacky Racing, glaube ich. Und es gibt auf dem Dreamcast auch eine Variante mit Disney-Figuren. Alex extrem Mario Kart-typisch. Und so ist dieses Spiel hier auch. Letzte Runde. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, bevor der Bug uns in die Knie zwingt. Bis jetzt scheint es ja recht gut hinzuhauen. Ich hoffe, dass ich das jetzt durchziehen kann. Lassen wir uns überraschen. Ja, aufgrund der verminderten Geschwindigkeit ist hier recht wenig Action. Leider, leider. So, und nun? Nun scheint es ausgestiegen zu sein. Nein, doch nicht. Ich kann Pause machen. Aber es geht nicht mehr weiter. Ah, jetzt. Dauert ein bisschen. Wer einen guten Atari Jaguar Emulator kennt, der zuverlässig funktioniert, bitte damit in die Kommentare. Ich habe hier den Virtual Jaguar V2.12 und der funktioniert nicht wirklich gut, aber er ist der beste, den ich gefunden habe. Alle anderen funktionieren überhaupt nicht. Und der hier, den ich da benutze, der spielt zumindest einen Großteil der Spiele ab. Wie gesagt, teilweise ein bisschen langsam. Jetzt sind wir in einem Eislevel. In einer Eisrunde. Es erinnert wahnsinnig stark an Mario Kart. Oh, hier kann man nicht durch. Interessant.
Ja, den Funraiser gibt es ja auch von Sonic. Da gibt es auch schon mehrere Ableger von. Mehrere Teile. Aber egal, welchen Funraiser ich gespielt habe, sie machen kurze Zeit Spaß. Waren aber schnell langweilig. Und so richtig überzeugen konnte mich bis jetzt nur die Mario Kart Reihe. Und da allerdings auch nicht jedes. Aber Mario Kart 8 auf der Wii U ist schon überragend. Ein endgeiles Spiel. Und schon ist der Emulator ausgestiegen, Leute. Ja, das ist genau das, was ich meinte. Wenn ich ihn jetzt neu starte, kann ich ihn nicht mehr ins Video einbinden. Leider, leider. Wie dem auch sei, ihr habt dann erst einen Eindruck von dem Spiel gekriegt. Ihr konntet ein wenig zuschauen und ein wenig euch eine Vorstellung machen von dem Spiel. Ist auf dem Atari Jaguar mit Sicherheit schneller gelaufen. Und auch besser gewesen, wie das, was ich euch hier präsentiert habe. Ich wollte es euch zeigen, weil ich es witzig fand. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten der Doschten angezockt wieder. Und bis dahin sage ich, Servusle, euer Doschten.